heute Nacht wieder von Sebastian geträumt. Ich werde den Kerl finden. Mach dir keine Sorgen, ich werde dich beschützen, versprochen. Doch, kannst du mit einsteigen. Du würdest mich zum glücklichsten Mann der Welt machen. Nein, lass mal. Es ist doch so schon schwer genug. Es ist etwas passiert. Was? Mit Sebastian. Caroline, jetzt sag mir endlich, was los ist. Ich habe ihn erschossen. Warte da, ich komme gleich wieder. Sebastian! Schau nicht hin. Was ist mit ihm? Was hat er denn? Wir müssen die Polizei rufen, Isabel, komm. Die Polizei? Ja. Du kannst ihm nicht mehr. Isabel, den kann niemand mehr helfen. Komm. Ich habe ihn umgebracht. Sebastian ist längst über alle Berge. Nein, er war da, im Park. In welchem Park? Bei uns auf Friedenau? Mhm. Caroline, was ist passiert? Er wollte die Diamanten und er hat eine Waffe. Und er hat gedroht, mich umzubringen. Mich und das Baby. Und dann? Er hatte gedroht und dann? Und dann hat er die Waffe an meinem Bauch gerichtet und ich habe sie weggeschlagen und sie ist auf den Boden gefallen und ich habe sie genommen. Eigentlich wollte ich nur weg, aber er hat sich auf mich gestürzt und ich habe mich gewehrt und plötzlich hat sich ein Schuss gelöst. Ich habe ihn erschossen. Caroline, es war ein Unfall. Dich trifft keine Schuld. Es war Notwehr. Ist das nicht schön, mal wieder in Ruhe zu frühstücken? Findet ihr nicht? Doch. Ja. Nichts gegen Besuch oder gegen Etienne, aber ehrlich gesagt bin ich froh, dass er endlich weg ist. Ja, sag mal, was macht ihr eigentlich heute Schönes? Müsstest du nicht längst im Büro sein? Nein, ich habe heute frei. Ich werde mir eine Ausstellung ansehen. Du hast frei, wir beneiden es. Und welche Ausstellung willst du dir nur ansehen? Interessiert's dich wirklich? Oh, ich glaube, ich leg mich noch mal eine Runde hin. Gehst du nicht ins No Limits? Nein, ich habe heute auch frei. Hey, dann könnten wir doch was zusammen machen. Durch Museen zu bummeln habe ich keinen Bock. Naja, wir könnten ja einen Ausflug machen. Ich weiß nicht. Ja, oder wir machen eine Tour auf dem Rhein. Und danach könnten wir vielleicht... Ach, Jule, sei mir bitte nicht böse, aber ist mir alles zu stressig. Ich leg mich lieber noch gemütlich hin und lese eine Runde. Naja, dann gehe ich alleine in die Ausstellung. Was willst du dir jetzt ansehen? Und eine Schusswaffe oder ähnliches, haben Sie nicht bemerkt? Wie ich Ihnen beiden schon gesagt habe. Wir haben nichts angefasst und wir haben auch nichts weggenommen. Und Sie haben Ihren Mann seit der Führung nicht mehr gesehen? Ich meine, als er noch lebte. Da war es nur ja oder nein, oder? Nein. Ich habe ihn erst jetzt wieder gesehen. Kommissar, bitte. Und wie kommen Sie auf die Idee, dass Ihr Mann möglicherweise durch einen Komplizen getötet wurde? Der Knoll hat Sebastian immer wieder bedroht. Er hat ihn wohl auch mal zusammengeschlagen. Das heißt wohl auch? Sie wissen es nicht genau, oder? Doch. Das heißt, ich habe es nicht direkt gesehen. Ja, was haben Sie denn gesehen? Sebastian war mal an der Schulter verletzt. Und dieser Knoll ist ja brutal. Das kann ich bezeugen, Herr Kommissar. Ja, Moment mal. Immer schöne Reihe nach, ja? Also wenn es Knoll nicht war, wer war es dann? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht.
Herr Kommissar, Sie sehen doch, dass Frau Mohr mit den Nerven fertig ist. Können wir das Verhör nicht zu einem späteren Zeitpunkt fortsetzen? Tut mir leid, wir haben noch ein paar Fragen. Herr Roloff, Sie scheinen ja ständig im Einsatz zu sein. Ich meine, erst die Entführung und... Das habe ich Ihnen alles schon erklärt, nicht? Warum? Ich meine, wieso überlassen Sie diese Aufgabe nicht der Polizei? Die Familie von Anstetten hat ihn um Hilfe gebeten. Es sollte keine Polizei. Und dann ist er losgegangen, hat herumgeforscht, wo er Leutner untergetaucht ist. Hm? Ich wollte Isabel vor weiteren Anschlägen beschützen, das ist alles. Und Sie sind sich sicher, dass Sie den Tod nicht gesehen haben? Ich meine, als er noch lebte. Nein, natürlich habe ich den Toten nicht gesehen, als er noch lebte. Natürlich ist hier gar nichts. Was soll denn das? Glauben Sie etwa, dass er... Ich glaube gar nichts, Frau Mohr. Ich habe hier einen Fall aufzuklären. Schon gut, Isabel, bitte. Und ich stelle fest, dass Ihr Mann viele Feinde hier gehabt hat. Sie, Ihre Familie. Ich? Meine Familie? Ja, praktisch hatte doch hier jeder einen Grund, Herrn Leutner zum Teufel zu wünschen, oder? Kommissar, ich finde, Sie gehen ein bisschen weit. Wieso verdächtigen Sie mich oder warum verdächtigen Sie die von Anstettens, Herrn Leutner umgebracht zu haben? Tut mir leid. Aber ich muss alle verhören. Du steigerst dich da in etwas hinein, Caroline. Aber ich habe ihn erschossen. Doch nicht mit Absicht. Er hat dich bedroht und du hast dich gewehrt. Es ging alles so schnell. Plötzlich hatte ich die Pistole in der Hand und dann so viel Blut. Wo ist die Pistole jetzt? Ich weiß es nicht. Hast du sie mitgenommen oder was? Keine Ahnung, ich kann mich nicht mehr erinnern. Das ist ja auch nicht so wichtig. Hauptsache dir ist nichts passiert. Und was ist jetzt mit Sebastian? Er liegt noch immer im Park. Ich kümmere mich darum. Mach dir keine Gedanken. Was soll ich nur tun? Das, was hier passiert ist, ist ganz schrecklich. Aber du musst dir keine Vorwürfe machen. Es ist einzig und allein Sebastians Schuld. Und die Polizei wird das ganz genauso sehen. Die Polizei? Ja. Sie werden feststellen, dass es Notwehr war. Ja, aber was ist, wenn Sie mir nicht glauben? Wenn Sie davon ausgehen, dass ich ihn absichtlich erschossen habe? Das wird nicht passieren. Wer hat Sebastian erschossen? Erst diese ganze Entführung und dann finden wir ihn so im Park. Isabel. Wieso habe ich mich jemals auf Sebastian eingelassen? Wieso? Komm, das Ganze macht euch jetzt erst recht keinen Sinn. Macht ihr nicht noch selbst Vorwürfe? Woran denkst du gerade? Wer hat ihn erschossen? Weißt du, es ist komisch, als er plötzlich so dagelegen hat im Park. Ja, das war ein Schock für dich, das kann ich verstehen, aber... Nach all dem, was er gemacht hat, habe ich nur noch gehofft, dass es vorbei ist. Verrätst du mir dann noch, warum du ihn geheiratet hast? Als er dir die Pistole an den Kopf gehalten hat, bei der Entführung. Glaub mir. Da habe ich mir gewünscht, dass er nie existiert hätte. Du kannst mir glauben, das habe ich mir auch gewünscht. Und zwar nicht nur in diesem Moment, sondern des Öfteren. Erst war ich einfach nur verletzt. Dann war ich wütend auf ihn. Aber jetzt empfinde ich rein gar nichts mehr. Na, frisch gestylt für die Stadt? Klar. Das Licht auch mitkommen? Du, ein andermal gern, aber ich bin noch mit Marc verabredet. Sag mal, wo ist denn Nina? Bei ihrer Mom. Wieso, ist was passiert? Nein. Sie hat Nina zum Essen eingeladen. Was, zum Essen? Ja. Was ist? Toll, mit mir was zu unternehmen ist Stress, ja? Und kaum ruft irgendwer an. Ach, na ja, ihre Mutter ist ja nur nicht irgendwer. Warum geht sie denn nicht mit mir essen? Wer? Ninas Mutter? Oh, Simon, ich bin echt schon sauer genug.
Ach, Julchen, ich verstehe deinen Ärger nicht. Nein, ich lese lieber noch was. Und dann rennt sie zu ihrer Mutter. Komm, setz dich erst mal hin. Was ist denn nun los mit euch beiden? Mit mir nichts. Aber mit Nina. Sie setzt wirklich alles daran, um unsere Beziehung zu ruinieren. Ach, komm. Seitdem ich wieder hier bin, hat sich nichts geändert. Nina ist nun mal eine sehr eigenständige Person. Und wenn du sie ständig bedrängst... Das tue ich überhaupt nicht. Das ist totaler Quatsch. Ich gebe mir Mühe. Ich passe mich an. Warum bin ich bloß hier und nicht auf Martinique? Martinique? Ja. Etienne wollte, dass ich mit ihm komme. Was ist denn hier los? Christiane, was geht hier vor? Von Anstetten, es ist etwas Schreckliches passiert. Was? Herr Leutner ist gefunden worden, im Park. Er wurde erschossen, ich weiß. Sie wissen es schon? Mhm. Und die Polizei offensichtlich auch. Hat man sie schon verhört? Und was haben Sie erzählt? Was haben Sie der Polizei erzählt? Herr von Anstetten, ich musste doch sagen, was ich gesehen habe. Und was haben Sie gesehen? Ja, wie Ihre Schwiegertochter aussah, als sie reinkam. Und das ganze Blut. Ist ja schon gut. Beruhigen Sie sich. Herr von Anstetten, ich muss Sie ganz dringend sprechen. Wir haben schon die ganze Zeit versucht, dich zu erreichen. Ich war im Krankenhaus bei Caroline. Warum ist Caroline im Krankenhaus? Ist das mit dem Baby? Nein. Das ist was anderes. Sie hat einen Schock. Wieso? Sie hat diesen Sebastian erschossen. Danke für das tolle Buch. Aber ich bitte dich. Was hast du ihr denn mitgebracht? Ein Krimi, den ich gerade gelesen habe. Echt? Machen diese Frauen heutzutage nichts anderes mehr? Wieso? Was ist denn daran verkehrt? Gar nichts, Mom. Ich habe ja auch schon mal einen gelesen. Wo waren wir stehen geblieben? Ja, dass es dir gut geht, dass du glücklich bist und dass mit Jule wieder alles bestens läuft. Und warum sagst du das so skeptisch? Nein, ich fasse nur zusammen. Woher kommt denn der plötzliche Wandel? Naja, ich glaube, Jule und ich haben dazugelernt. Ja. Ja. Nein, aber Jule kann ich mir das gut vorstellen. Mom, ich kann mich auch ändern. Hey, jedenfalls hat Jule eingesehen, dass ich meine Freiräume brauche. Ach was, Sie hat eingesehen. Genau, heute zum Beispiel. Sie wollte unbedingt was unternehmen, ich hatte aber keine Lust. Und früher hätte sie da einen Wahnsinnsaufstand gemacht. Und heute? Geht sie immer allein in die Ausstellung oder was weiß ich? Einfach so? Ja, glaub mir, es läuft prima. Warum guckst du denn schon wieder so skeptisch? Nichts, ich frag mich nur, worin dein Beitrag zur neuen Harmonie besteht. Mein Beitrag? Naja, ich bin endlich wieder gut drauf und nicht mehr so genervt. Ja, ich bemühe mich zumindest. Eins verstehe ich ja immer noch nicht so ganz. Was denn? Naja, Etienne ist schließlich ein Mann und du magst doch eher Frauen. Und? Ja, was und? Bist du jetzt plötzlich bi geworden oder was? Meinst du, das könnte irgendwelche Probleme bei der Einreise nach Martinique geben? Nein, ich verstehe mich ja selbst nicht mehr. Aber bei Nina weiß ich einfach nicht, woran ich bin. Also, für mich sieht das eher umgekehrt aus. Du eierst doch ganz schön rum. Aber nur, weil Nina immer so auf Distanz geht. Ich weiß eigentlich gar nichts von ihr. Aber sie weiß alles von dir. Ja, ich gehe viel mehr auf sie zu. Ich bin viel offener. Und? Was sagt sie zu Etienne? Ja, wie? Du weißt doch, dass sie ihn nicht leiden kann. Sonst hätte sie mich nicht gezwungen, ihn sonst hier rauszuschmeißen. Nein. Ich meine, zu seinem Plan, dich nach Martinique zu holen. Du wirst ja nicht gerade sehr begeistert gewesen sein, nehme ich an. Ich hab's ihr gar nicht erzählt. Was? Simon, das gibt nur wieder Stress. Wenn ich Etiennes Namen nur erwähne, dann... Entschuldige bitte, aber du erzählst mir gerade was davon, wie offen und ehrlich du zu ihr bist. Ja. Und schleppst solche Geheimnisse mit dir rum. Ich wollte eben keinen Stress. Wenn ich damit wieder ankomme, dann blockt sie erst recht ab. Mein Gott, ich muss ja los. Ja, was mache ich denn jetzt? Ach, Julchen, es tut mir leid, aber Marc wartet schon. Ein Tipp noch. Er ist zwar schon alt, aber trotzdem. Ehrlich wird am längsten. Ich habe Caroline in diese Lage gebracht. Ich habe Sebastian hier angeschleppt. Nein, das hast du nicht. Er hat sich an dich rangemacht mit ganz fiesen, hinterhältigen Tricks. Ja, auf die ich reingefallen bin. Isabel, bitte, hör auf damit. Es bringt jetzt nichts. Du bist
der ganzen Sache klar ins Auge sehen. Sebastian hätte Caroline fast erschossen. Sie und ihr Baby. Das hat er aber nicht. Das ist alles meine Schuld. Nein, es ist doch meine Schuld. Ich hätte die Polizei informieren müssen, schon bei der Entführung. Dann hätten sie Sebastian geschnappt und es wäre alles nicht passiert. Es ist aber passiert. Was, wenn Caroline jetzt ins Gefängnis muss? Das wird sie schon nicht. Christoph wird... Er wird ihren guten Anwalt besorgen. Oh Gott, darf gar nicht dran denken. Du musst dich jetzt ausruhen, Isabel. Leg dich hin. Das kann ich nicht. Das musst du aber. Als Nervenbündel nützt du in diesem Haus niemandem mehr etwas. Los, leg dich hin. Hier. Danke. Ich schaue später nochmal nach dir, ja? Das Einzige, was uns jetzt noch fehlt, ist die Tatwaffe. Ja, na, die werden Sie schon noch finden. Wir haben den ganzen Park abgesucht. Ich kann mir das auch nicht erklären. Und Frau von Anstetten hat sich nicht dazu geäußert? Nein. Das heißt, sie konnte sich nicht erinnern. Sie steht unter Schock, deswegen ist sie doch im Krankenhaus. Wo wollen Sie hin? Ins Krankenhaus. Entschuldigen Sie, aber wir müssen Frau von Anstetten vernehmen. Aber sie ist nicht vernehmungsfähig. Herr von Anstetten... Sie werden verstehen, dass wir Ihre Aussage überprüfen müssen. Eventuell muss sie mit aufs Präsidium. Aber sie ist nicht transportfähig und schon gar nicht vernehmungsfähig. Das glaube ich Ihnen ja gern. Aber ein Amtsarzt wird das trotzdem prüfen müssen. Ich komme mit. Ja gut, ist mir egal. Wie Sie wollen. Aber vorher rufe ich meinen Anwalt an. Allein bitte. Ja, bitte. Aber machen Sie kurz. Wir warten draußen. Du bist schon wieder da? Ich war gar nicht weg. Wie findest du es? Von Mom. Ganz neuer Duft. Ist das nicht toll? Doch, schon. Hast du irgendwas? War die Ausstellung nichts? Hast du nicht zugehört? Ich war gar nicht weg. Ja, aber warum denn nicht? Oh, da hat jemand auf den AB gesprochen. Nina, ich muss... Hallo Juli, hier ist Etienne. Ich bin gut angekommen. Es ist traumhaft hier. Schön für ihn. Warum bist du nicht mitgekommen? Du fehlst mir. Je t'embrasse. Sag mal, der hat vielleicht Nerven. Wie kommt denn der auf die Idee, dass du überhaupt mit ihm mitgehen würdest? Männer. Das werde ich doch gleich mal löschen, ne? Nina, ich muss dir was sagen. Oh je, das klingt aber gar nicht gut. Was denn jetzt schon wieder? Können wir zweimal ganz offen miteinander reden? Ohne Streit? Klar. Worum geht's? Um dich. Wieso bist du dir eigentlich so sicher, dass ich nicht darüber nachgedacht habe, mit ihm zu gehen? Weil... Sag mal, was soll denn diese Frage? Aber bitte hör auf, dir an allem die Schuld zu geben. Das war einfach nicht vorhersehbar. Selbst von dir nicht. Sehr lieb von dir. Ich hab total versagt. Und Isabel? Wie sieht die das? Die gibt sich selbst die Schuld. Warum hat sie sich auch mit diesem Kerl eingelassen? Na, hör mal, du hast ihm am Anfang auch vertraut. Kann ich dich daran erinnern? Anfangs, ja. Aber dann, als immer klarer wurde, dass er kriminell ist, Geld unterschlägt... Was? Dann hätte Isabel ihm den Laufpass geben müssen. Und wie hätte sie das machen sollen? Er hat sie unter Druck gesetzt, mit allen möglichen Mitteln. Die einzige Frage, die es gibt. Wo war ich? Wo war ich da? Du hast dein Bestes gegeben. Außerdem, das Problem hat sich ja jetzt erledigt. Der Leutner wird keinen Schaden mehr anrichten. Ja. Und Caroline und Isabel haben gerade richtig gute Laune, ne? Aber sie haben es überlebt und sie werden auch irgendwie drüber hinwegkommen. Ja. Aber ich frage mich nur, wann? Lass mich in Ruhe.
mich in Ruhe. Gut. Sie haben bloß geträumt. Du hast ernsthaft daran gedacht, nach Martinique zu gehen? Zu Etienne? Jetzt lass uns doch in aller Ruhe... Und sagst mir kein einziges Wort. Also erstens bin ich nicht nach Martinique gegangen. Ich fasse es einfach nicht. Und zweitens habe ich dir doch jetzt alles gesagt. Ich dachte, du liebst mich. Das tue ich doch auch. Und was willst du dann von Etienne? Weißt du was? Ich habe keinen Bock mehr auf sowas. Ich bin doch bei dir geblieben, verdammt. Ich habe genug von Frauen, die zu ihren Männern zurückrennen, nur weil sie nicht wissen, was sie wollen. Die ganze Scheiße habe ich doch schon mal erlebt. Jetzt reicht's mir aber. Du rennst doch dauernd weg. Du weißt doch nicht, was du willst. Du willst dich an nichts binden, ja? Weißt du was? Ich habe keine Lust mehr! Bitte nehmen Sie Rücksicht. Ja, ja. Mehr Aufregung verkraftet sie nicht. Na wunderbar. Wo ist die Patientin? Wo ist Caroline von Anstetten? Warum ist sie nicht hier? Ich weiß nicht, ich wollte gerade... Sie hatte einen Anfall. Sie war völlig außer sich und hat geschrien. Wir müssen sie suchen. Tja, das sehe ich auch so. Wann lassen Sie eine Fahndung nach Caroline von Anstetten? Flüchtig nach der Tötung von Sebastian Leutner. Sofort festnehmen.